Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Timberborn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. So. Also, das haben wir. Jetzt kommen hier noch die Roboterfabriken selbst. Jetzt fällt mir ein, das können wir noch weglassen. Das muss nicht gebaut werden. Ich möchte noch mal ganz kurz gucken. Diese Energiezellen. Das habe ich noch nirgendwo. Wo gibt's das? Energie? Nein. Irgendwo gab es noch etwas zu bauen, was ich noch nicht gebaut habe. Das ist nur der Kräuterheiler. Ah, die Blaubeeren braucht man auch. Für die Kräuterheilung. Ich dachte, es war nur der Löwenzahn. Also, wo ist jetzt das Teil, mit dem man diese Energiezellen herstellt? War das unter Wissenschaft? Da, Raffinerie. Da, das ist es. Ahornsirup und Extrakt. Sieht aber nach was ganz anderem aus, diese... Keine Ahnung, was das ist. Ich meine, die brauchen keine... Ich meine, die brauchen ja keinen Strom. Mache ich die dann trotzdem woanders? Also... Lass ich ihn dann trotzdem hier? Das ist schon ein verdammt weiter Weg, ne? Da werden wir noch gucken, dass wir dann auch zukünftig noch mal kürzere Wege haben. So. So ist das doch am sinnvollsten. Brauchen wir natürlich auch wieder eine Runde. Hier noch eine Runde. Wir machen das so weit, dass wir hier drüben nochmal irgendwas hinsetzen können. Sei es so ein Zweier, ein Dreier, ein Vierer nicht. Das wäre mir zu viel. Eins, zwei, drei, vier. So ein Dreier. Dann machen wir das bis hierhin. Das hier können wir wegreißen. Und das hier soll mal alles mit Prio bitte gemacht werden. Na, der fehlt noch. Und
Und hier ist die Frage, gehe ich so schräg runter und dann oder ganz gerade, sowas wie diese hier, die also super straight nach unten geht. Das hier bitte auch einmal bedienen. Hier ist halt immer die Problematik, da können irgendwie nur zwei oder drei Biber gleichzeitig an so einem Objekt arbeiten. Weswegen ich... Oh ne, wir warten noch, da kommen noch welche. Sobald das hier erledigt ist... Hätte ich jetzt gesagt, sobald das erledigt ist, können wir das sprengen. So, dann können die nämlich von der anderen Seite auch noch arbeiten. Ja. Ja, das machen wir so. Da haben sie noch was zu machen. Das lasse ich denen noch. So, 2, 3, 3. Das passt. Was ist hier drinne? 36 Rohholz. Na, meine Güte. Können wir da lassen, ist noch kein Problem. Den müssen wir einmal mit Prio bauen, damit ich den hier abreißen kann. Da ist... Das müsste der letzte Dude sein. Und dann können wir sprengen. Ah ne, stopp. Verdammt ich nochmal, es müssten 3 sein, ja. Genau. Ich hatte das ganz am Anfang so groß wie möglich gemacht, weil ich gehofft hatte oder gedacht hatte, dass das nicht reichen würde, aber das wird reichen. Insbesondere, wie gesagt, wir haben hier die Möglichkeit, nochmal eine ganze Menge rauszusprengen. Also mindestens auf diese Ebene das wegzuhauen und dann haben wir da mehr als genug. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ah, der Weg ist jetzt auch frei. Das läuft. Perfekt. Sprengung. Also wie gesagt, mir ist bewusst, dass die Raffinerien keinen Strom brauchen. Ich lege ihn jetzt trotzdem, weil ich keine Lust habe, im Nachgang mich dann nochmal drum zu kümmern. Das können wir zumachen. Da wird... Ja, ja, ich denke, da wird definitiv... Ich denke, da wird definitiv... Ist natürlich auch eine schöne Formulierung. So...
Also noch dürften wir nichts reinfüllen. Das würde dann hier einfach rauslaufen. Das wäre also dezent suboptimal. Raffinerien. Das war hier unter Wissenschaft, ne? Ja. Das hier ist gerade geschlossen. Ja. Dann reißen wir das hier trotzdem ab. Da muss ich mich gerade nicht in der Sekunde darum kümmern. Weil das Ding hat dann zwar keinen Weg, aber ist egal. So, also. Das passt. Also das können wir auf keinen Fall sprengen. Das wäre große Katastrophe. Aber das hier können wir einmal dem Erdboden gleich machen. Also, das hier wird ganz einfach alles jetzt weggerissen. Und wir machen das genauso, wie wir jetzt hier geplant haben. Na, das hätte ich nicht abreißen müssen. Fällt mir gerade ein. Okay, Quatsch. Egal. Ah. Hier ist wieder, also das ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Warum diese Blöcke diesen Pfeil da drauf haben. Beziehungsweise warum es überhaupt notwendig ist, dass man sie nur in eine Richtung bauen könne. So, jetzt müsste das eigentlich, genau, jetzt müsste das hier eigentlich besser funktionieren. Das pausieren wir alles mal. Könnte ich eigentlich... Wenn ich gerade Zeit habe. Ein bisschen planen.
Wie viel Wasserräder haben wir denn hier? Also hier haben wir gesagt, hier kommt noch eins hin. Eins, zwei. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Fände ich naheliegend, wenn man es dann genau so aufteilt. Fände ich nicht verkehrt. Aber das muss man dann nochmal gucken. Also mich stört, dass es manchmal diese Form von T-Kreuzung ist und manchmal diese. Das machen die irgendwie, wenn sie dann merken, es stimmt mit der Richtung irgendwie nicht mehr. Dann benutzen die da einfach ein Heck, weil sie damit einen Richtungswechsel angeben können. Aber ich finde es natürlich schöner, wenn es immer richtig wäre, immer gleich wäre. Ja, du hast Wasserrad vergessen. Das muss funktionieren. Das muss am Ende funktionieren. Sonst war es echt teuer. Also alles in allem war dann echt teuer. Muss ja schon ein bisschen schmunzeln. So, da ist ja jetzt nur mal für mich so ein bisschen die Frage, ist das jetzt irgendwie so? Ich will nur mal hier gucken, machst du das jetzt oder nicht? Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die gerade so ein bisschen busy sind. Ich weiß nicht, wo eigentlich gerade diese Bücher die ganze Zeit verbraucht werden. Das ist ja, ich komme ja mit der... Wir haben drei Buchpressen.
Ist kein Papier da, oder was? Doch, Papier ist jede Menge da. So, wir arbeiten jetzt halt nochmal on top. So, Lochkarten. Okay, Lochkarten ist voll. Aber Bücher nicht. Also, alles den Büchern. Komm. Zimmer durch. Das könnte dann allerdings auf Dauer doch zu viel sein. Aber gut, das müssen wir noch mal schauen. Kiefernharz. Also die sind schon am Arbeiten. Die Bäume sind auch alle komplett ausgewachsen. Also es geht hier. Ah, der hier kann wieder ein Päuschen machen. Den brauchen wir nicht. Okay. Also ich sehe, dass wir gerade ordentlichst Holz verballern und meine, wie ich eigentlich fand, meine riesige Farm nicht hinterherkommt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also wir ballern gerade auch alles raus. Was wir haben. Okay, also grundlegend funktioniert das. Das ist gut. Und das hier ist teuer. Ja, okay. Schon am Start. Achso, ich wollte gerade sagen, hä, das passt doch, aber das ist nur noch nicht gebaut, der Weg. Ah, gucke mal. Das konnten wir schon mal wegräumen. Wie könnten... Wie könnte man es hinkriegen? Dass man hier entsprechend die Batterien hinsetzen kann. Hab da so eine Idee. Das testen wir ganz hier drüben. Die, waren das zwei oder drei? Ah, das waren zwei. Müsste ich eigentlich von der Mitte dann ausgehen, weil ich sonst nicht, sonst ausrechnen muss, wo es rauskommt. Oder die Konstruktion, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Ja, die Konstruktion mache ich unabhängig von dem Objekt selbst. Also. Dementsprechend. Möchte ich hier anfangen. Also wir reißen mal das hier ab. Das geht nicht, aber das. Wenn ich das jetzt wegnehme und hier einen Dreier hinsetze, weil es schön aussieht, und daraufhin
Oh mein Sch... Hä? Warum habe ich das... Warum habe ich das so komisch gemacht? Ich hätte doch einfach... Also, ich hätte doch einfach hier eine komplette Reihe wieder von den Sechser Überhängen hinsetzen können und vorne dran, vor diesen Teilen, die Gewichte. Also die Gravitationsbatterien. Ich hatte die ganze Zeit überlegt und versucht, da eine zweite Reihe von Windrädern hinzumachen. Und das hatte nicht geklappt. Weil die brauchen, die Windräder brauchen... Die Windräder brauchen doch drei. Nur mal so, warte mal, hier kann ich das ausprobieren, da kommen die sowieso nicht hin zum Bauen. Wenn ich das jetzt gemacht hätte und auf der, da oben drauf läuft dann das Zahnrad. Da hätte ich das doch machen können. Da hätte ich sogar nur einen Fünfer gebraucht. Weil dann... einen 6, wenn ich es ganz außen hinsetze, dann würde es mit der Gravitationsbatterie nicht funktionieren. Okay. Aber so? Warum habe ich das so weit rausstehen lassen? Ich kann es doch eins noch weiter reinrücken. Dinge, die ich nicht verstehe. Weil es gerade so, also ich zögere gerade, weil es im Grunde so offensichtlich ist. Und ich mich frage, warum habe ich das absolut Offensichtliche nicht gesehen? Mir fällt gerade noch eine Sache ein, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass man ein Workaround für kriegt. Verdammt. Irgendwo, wo du gerade nicht bauen kannst, hier hinten. Aber ich Platz habe. Also, wenn ich jetzt das hier hinsetze, dann sage ich Windräder. Hier eins hin. Hier eins hin und hier hin. Kriege ich es jetzt noch? Nein, das geht eben nicht mehr. Ich kriege keine Plattform so mehr oben drüber. Ich könnte es nochmal nach außen hin
verlängern. Um 1, weil ich habe ja nur die 5er verwendet. So. Dann würde das gehen. Genau. Aber hier ist jetzt das Problem, dass wenn ich dann die Schwerkraftbatterien runterlassen möchte, dann ist wieder hier das Windrad im Weg. Okay, also, es ist nicht ganz trivial, aber wir kriegen es hin. Meine lieben Freunde, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest. Wir haben wieder monströse Projekte hier am Start. Das hier ist auch bald fertig. Großartig. Ich weiß noch nicht so richtig, wie wir hier das Wasser rauskriegen auf die Schnelle. Vielleicht muss ich... Ja, so könnte man es machen. Dann muss ich hier... Ich wollte ja eh was hier wegsprengen und dann sprenge ich das hier weg und dann lasse ich das Wasser hier rausfließen. So können wir es machen. Meine lieben Freunde, also macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.